Hallo liebes Publikum, willkommen zurück bei The Legend of Zelda Wind Waker HD. In der letzten Folge, da haben wir Draconia abgeschlossen und in dieser Folge sollen wir eigentlich dahin, wo der uns der Pfeil hin zeigt, aber ich möchte gerne vorher noch die Fotobox haben, damit wir auch Fotos machen können und ich wollte das eigentlich offscreen machen. Aber als ich dann hier in diese Richtung gefahren bin, da habe ich irgendwas getriggert, nämlich das hier. Nicht so hastig, Jungchen. Ich habe jetzt fast einen Monat nicht gespielt. Ich muss jetzt einiges nachholen heute. Ich habe zwar keinen Schimmer, wer dir diese Seekarte angedreht hat, aber außer dem großen, weiten Meer ist da ja sonst fast nichts drauf eingezeichnet. Ja, was soll das denn bitte für eine Seekarte sein? Was denn, wie denn? Da erzählt man dir freundlich was und du machst ein Gesicht, als hättest du den Klabautermann gesehen. Wie dem auch sei, ich verrate dir jetzt mal was Wissenswertes über diese Insel hier. Also, falt mal geschwind deine Seekarte auf. Okay. Oh, cool. Der hat mir jetzt Draconia drauf eingezeichnet. Auf der Rückseite von Draconia, der Insel, befindet sich eine höchst verdächtige Höhle. Tja, nur zu dumm, dass du keine Flüge hast, denn ohne eine kleine Flugeinlage wirst du da leider kaum hinkommen. Aber da kann man wohl nichts machen, also lass den Kopf nicht sehr hängen. Das wär's schon soweit von mir. Außerdem werde ich auch all meinen Kumpels bei den anderen Inseln Bescheid sagen. Wenn du also in der Nähe einer Insel einen Fisch herumspringen siehst, dann wirf ihm doch ein wenig Futter zu. Dann zeichnet er die Insel auf deiner Seekarte ein und verrät dir noch eine nützliche Information obendrein. Hey, roter Leue, damit wären wir quitt. Viel Glück! Alles klar! Rein theoretisch hätte ich jetzt, wie gesagt, das Ganze offscreen gemacht, bis ich die Fotobox bekomme. Aber da dieser Fisch mich da so etwas überrascht hat... Ja, wir fahren ja in die richtige Richtung. Hier wollen wir hin, im Endeffekt. Dachte ich mir, zeige ich euch das noch ja, im Let's Play. Also falls mir jetzt nichts anderes entgegenkommt oder so, würde ich denken, wir sehen uns dann wieder, wenn ich die Fotobox erwischt habe. In der Zwischenzeit fahre ich halt einfach ein bisschen zurück. Wenn noch irgendwas kommt, sage ich euch Bescheid. Aber bis dahin, ja. Bis gleich. Portemonnaie bei Nacht. War das hier? Nee. Ich denke, nein. Nein, das ist ein Bombenhändler. Ein Bombenhändler? Hast du auch eine Bombentasche? Du bist hier im Bombenladen. Wenn du dich umsehen willst, mach das mit Hilfe von L. Mein Vater widmet sich schon seit Generationen der Herstellung von Bomben und ich bin zurzeit der einzige Bombenhändler der ganzen Welt. Kurz gesagt, ich habe das Monopol. Und so eine Marktposition verleiht natürlich Macht. Nämlich die Macht, sich seine Kunden auszusuchen. Sieh zu, dass du hier rauskommst. Wenn du dich umsehen willst, okay. 10.000 Rubine, 20.000, 30.000. Kinder gehören nicht zu meinen Kunden. Verschwinde, und zwar schnell. Was ein Idiot. Was für ein Vollidiot, ey. Ich habe ein Monopol, deswegen verkaufe ich Bomben für 1.000 das Stück. So ein Quatsch. Warte, wir haben doch hier was, ne? War das nicht so? Ah. Wollte der Typ nicht, dass wir irgendwie was spielen? Dieser magische Tanz, mit dem man den Nacht zu Tag... Ach so, okay. Ja, nee, das können wir noch nicht. Tut mir leid. Jetzt dürften wir ja hier im Gefängnis sein, oder? Da, wo ich hin will. Yep. Ist korrekt. So, wo war jetzt das Crouchen nochmal? Ah, hier.
Dann schauen wir mal. Ich glaube, rechts war korrekt. Dann bin ich, glaube ich, hier links gelaufen. Rechts. Rechts. Okay, hier ist ein Kreis. Jetzt bin ich hier wieder in der Mitte. Nicht nach rechts. Ich glaube geradezu. Links. Geradezu. Mal rechts. Auf jeden Fall schon mal ein blauer Rubin. Geradezu. Links. Nein, 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 nein. Ich bin der Meinung, ich habe da gerade eben schon was gesehen. Okay, geradezu. Geradezu, da ist ein blauer Rubin. Weiter gerade. Rechts. Jawohl, ich hab's endlich gefunden. Yes! Geht doch. So, dann bitte einmal darauf. Link. Nein. Gucken, was steht denn da so drauf? Ich will lesen. Danke. Hier in Portemonnaie ist es mir endlich geglückt, eine Fotobox zu klauen. So eine wollte ich schon mein ganzes Leben lang haben. Dummerweise war ich unversichert und wurde gleich darauf geschnappt, was meine sofortige Inhaftierung zur Folge hatte. Nun schmurre ich in einer Zelle. Doch selbst jetzt ist meine größte Sorge, dass mir meine geliebte Fotobox wieder weggenommen werden könnte. Daher habe ich einen Tunnel gegraben und sie ganz tief im Inneren versteckt, damit sie von niemandem gefunden werden kann. Natürlich habe ich vor, mir meine geliebte Fotobox wiederzuholen, sobald ich erstmal aus diesem miefigen Loch hier raus bin. Also schreibe ich hier die Gebrauchsanleitung, bevor ich sie noch vergesse. Lege sie zuerst in Item-Menü und zum Drücken von A oder L oder R Lichtbild machen. Mithilfe von Heraten wegzoomen, Drücken von RZ die Lichtbilder jederzeit betrachtet werden. Ach, ich muss schnell hier rausbrechen. Die ganze Welt wartet darauf, von mir ein Lichtbild gebannt zu werden. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, jetzt beginnt es nämlich, dass wir hier während dieses Spiels ein paar Selfies machen können und so. Wir haben die Fotobox. Und ja, ich habe euch ein bisschen gespoilert, was dabei rauskommt, aber es war mir eigentlich klar. Ich glaube, es kam sogar schon mal zur Sprache. Also es hat schon mal Erwähnung gefunden, dass es eine Fotobox ist. Ich bin mir aber ehrlich gesagt gerade nicht ganz so sicher. Ich wollte gerade sagen, ist ja jetzt relativ egal, ob wir jetzt hier getroffen werden von den Mäusen oder eben nicht. Denn das Item haben wir ja. So. Fotobox geholt. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, die ich gerne machen würde. Also ab hier geht es jetzt wieder erstmal weiter. Und sollte ich vielleicht irgendwie nicht ganz so motiviert klingen wie halt vor einer Weile. Also ich habe jetzt eine ganze Weile nicht gespielt, seit dem 12.12. nicht. Heute ist der 4.1. Ich bin immer noch leicht, also minimalst vielleicht angeschlagen, weil ich war eine ganze Zeit lang krank und konnte halt auch nicht aufnehmen. Ich konnte kaum vernünftig essen oder sowas. Also ich hatte Schluckbeschwerden, alles halsmäßiges Gedöns. Und von dem her, ja, muss ich vielleicht erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Also falls das Commentary jetzt noch ein bisschen träge oder so wirkt, dann liegt das daran. Das tut mir leid, das passiert, das ist dann halt jetzt einfach mal so. Aber ich habe Bock jetzt wieder zu spielen, weil, wie gesagt, ich konnte jetzt eine halbe Ewigkeit nicht spielen. Nein, 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 anhalten, anhalten. Was haben wir denn hier? Ich sehe dich doch. Ich vielleicht vom Board darauf springen. Nein, ich will nicht reden. Wir verschwenden wieder tolle Zeit. Ganz gerne zwischenhalt irgendwas. Warum verfolgt mich der Händler? Na, nicht so schnell! So. Okay. Na komm, ein bisschen näher. Nee, nicht in die Richtung. In die Richtung, genau. Oh. Nein! Oh! Warum ist denn der plötzlich so schnell? Oh. Ich komme damit noch nicht so richtig klar, habe ich das Gefühl. Oh Mann, Link.
will doch nur da oben rauf. Mehr nicht. Ich will die Kiste da haben. Ja, natürlich düse ich jetzt sofort wieder ab, wie sonst nicht was. Ich weiß, das liegt am Wind, aber trotzdem. Komme ich da überhaupt drauf? Ist meine Frage. Nee, da komme ich wohl nicht rauf. Schade. Schade aber auch. Na gut, die holen wir uns irgendwann mal. So. Ich glaube, jetzt wäre es wirklich gut, wenn wir dem Wind folgen und dahin gehen, wo wir eigentlich hin sollen. Ich meine, ich würde gerne noch so die leuchtenden Sachen aus dem Wasser holen zum Beispiel oder eben mir das Kartenspecial von dem einen Fisch holen. Aber wie wir gesehen haben, das funktioniert nicht. Okay, der Wind ist da, aber da müssen wir hin. Ich hoffe mal, dass wir, wenn wir oben an der Karte rausgehen, dass wir unten wieder rauskommen. Moment, das ist die Karte. Und hier links seht ihr schon, ich habe so eine komische Schatzkarte. Also ich habe hier einige Schatzkarten, die kann ich halt öffnen. Tingles Karte sagt mir, dort ist Tingle. Links oben ist irgendwie, also hier müsste dann irgendwo Feengedöns sein. Aber das ist im Endeffekt da, wo wir hin müssen. Aber der Wind treibt uns gerade nach oben. Und hier ist eine andere Schatzkarte und das dürfte, glaube ich, Portemonnaie sein. So ziemlich, ja. Also ich finde, dass die Sachen unten schon sehr danach aussehen. Dann gucke ich doch. Achso, das war jetzt hier die durchsichtige Truhe. An die ich aber trotzdem nicht rankomme. Weil Baum. Wobei, ich will mich nicht so leicht geschlagen geben. Ich will diese Truhe haben. Kann der komische Händler vielleicht ein bisschen näher ranfahren? Wäre das vielleicht möglich? Ich meine, ich würde auch versuchen, mit einem Enterhaken einfach an die Kiste ranzukommen, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber die Truhe ist halt nicht umsonst da, ne? Ich würde die halt schon gerne haben. Ach komm, nee, komm, machen wir mal das Spiel weiter und dann ist gut. Vielleicht kriege ich es auch irgendwann mal gebacken. Da ist wieder Leuchten im Wasser. Vielleicht kriege ich es auch mal gebacken, das irgendwie hochzuhieven. Ich werde das jetzt nochmal versuchen. Also das ist jetzt wieder so ein bisschen so eine kleine Try-and-Error-Runde hier. Ich weiß auch nicht, wie viel ich wegschneide, wann ich dann Schluss machen muss. Genau hier. Ah, jetzt hat es funktioniert. Eine Kiste. Und wir machen sie jetzt auf. Und was haben wir hier drin? Und es ist ein violetter Rubin. Ist 50 grüne Rubine wert. Nur leider ist mein Portemonnaie schon voll. Yay. Aber violetter Rubin. Wow. Nicht verkehrt, würde ich sagen. Na gut. Ja, von mir aus. Dann haben wir das. Lustigerweise habe ich natürlich auf dem Wii U Gamepad die Seekarte und kann direkt sehen, wo sind wir denn, also wo fahren wir denn genau lang. Es ist noch zu früh für dich, hier mit dem Boot weiter vorzudringen. Du hast zunächst ein anderes Ziel auf das du Kurs nehmen musst. Da, ja, okay, von mir aus. Dann darf ich halt nicht einfach dem Wind folgen. Muss sowieso in die andere Richtung. Obwohl der Pfeil mich woanders hin zeigt. Das ist Quatsch. Weißt du was? So. Warum denke ich da nicht vorher dran? Wusch, jetzt sollte es mit etwas schnellerer Geschwindigkeit zu unserem Ziel gehen. Hallo Fischi. Ignorieren wir einfach. Ich kann eh nicht mit ihm reden. Und ich verstehe nicht warum. Es wurde mir doch sogar gesagt, dass ich das machen soll. Genau hier. Nee, daneben. Man muss es halt wirklich treffen. Boah, ist das Quatsch. Nein. Sollte mich nicht weiter ablenken lassen. Ah, es ist schwierig, erstmal wieder ins Spiel reinzukommen, ganz ehrlich. Ich würde an der Stelle erstmal sagen,
Das wär's mit der Folge. Was? Was willst du denn jetzt von mir? Warum denn jetzt schon wieder Portemonnaie? Okay. Ich check es nicht. Ich kapiere nicht, was ich machen soll. Das ist nicht... Doch, das ist Portemonnaie. Ich kapiere trotzdem nicht, was ich machen soll. Erstmal ist mein Boot stehen geblieben. Aber zum anderen bin ich gerade eben in diese Richtung dort gefahren. Nämlich Norden von der Karte aus gesehen. Dort hat er mir gesagt, in die Richtung kannst du noch nicht fahren. Also bin ich dann in die andere Richtung gefahren. Dort bin ich ein Kästchen weitergefahren. Und der sagt mir, hey, hier kannst du nicht hin. Was ist das denn für ein Quatsch? Die Fische reden nicht mit mir? Gut, das mit den Kisten habe ich mittlerweile hingekriegt, aber er sagt mir in jede Richtung irgendwie, da kann ich noch nicht hin, obwohl ich eigentlich in die Richtung Süden musste. Und ja, ich habe keine Ahnung, was der Leuchtenkönig von mir will. Ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, wo ich hin soll. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Es ist mir echt ein Rätsel, weil überall scheint falsch zu sein. Das mit den Fischen funktioniert nicht. Ich bin überfragt. An der Stelle sage ich erstmal Dankeschön fürs Zusehen. Das war's mit dieser Folge von Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker HD. Ich werde erstmal irgendwie in Kenntnis bringen, was ich jetzt zu tun habe, und sage an der Stelle Dankeschön und tschüss, bis dann.